Und jetzt kommen wir zum allerletzten Beitrag des Abends, und zwar von Thomas Friese und Marie Gutbub, und zwar dem Aufruf zur neuen Runde des Prototype Funds. Hallo, ich bin Marie. Ich arbeite seit 2 Monaten beim Prototype Fund als Program Manager und ich organisiere auch die Events. Und ich bin Thomas. Also wir kümmern uns beide darum, dass es den geförderten Projekten die ganze Zeit gut geht. Und wir sind insgesamt 4 im Team. Es gibt dazu noch Kommunikation und Projektleitung und da gibt es auch jede Menge zu tun. Und wir sind die halt mit den Projekten dankbarerweise in Verbindung stehen. Der Prototype Fund ist eine Projekt der Open Knowledge Foundation, was sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinwohlorientierte Softwareentwicklung zu fördern. In anderen Worten, Open Source Projekte, die einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. Wir werden selbst gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit Hilfe unseres Projektträgers, dem DLR, probieren wir jetzt schon seit 2016, alle halben Jahre mit einer neuen Förderrunde, einen anderen Weg in der Förderung zu bestreiten. Das heißt, wir schütten nicht viel Geld an einzelne Große aus, sondern probieren, das viele Geld in kleine Teile zu splitten und das eben auf kleine Teams bzw. Einzelentwickler zu verteilen. Wir wollen diese Idee auch gern weitertragen, sind immer offen, wenn irgendjemand das nachahmen möchte und auch Geld für gute Zwecke verteilen möchte, sind wir gern bereit, unsere Erfahrungen einfach zu teilen. In Zahlen, was wir bereits gefördert haben seit 2016, Einzelprojekte von uns bekommen bis zu 47.500 Euro im Förderzeitraum von 8 Monaten. Wir haben bis jetzt, also inklusive der Runde, die jetzt anfängt, bewilligte Projekte sind es 119 in den 3 Jahren und es wurden 4 Millionen Euro bis jetzt bewilligt. Das ist zwar verglichen mit anderen großen Fördervereinen nicht viel, es hilft aber immerhin 119 freien Projekten ihre Ideen umzusetzen. Wer kann sich bei uns bewerben? Eigentlich jeder mit einer Idee zu einem Softwareprojekt, das muss innovativ sein, muss klar eine Lösungsorientierung erkennbar haben und ein konkretes Problem gesellschaftlich möglichst beseitigen oder wenigstens verbessern. Wir haben in jeder Runde seit der Runde 2 ein Schwerpunktthema, aber neben diesem Schwerpunktthema haben wir 4 Unterthemen, die wir auch ständig fördern. Also jede Person oder jedes Team, was eine Idee hat, zu den 4 Schwerpunkten ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben. Das eine ist Civic Tech, das heißt, das sind Tools zur Mitsprache und Selbstbestimmung für gesellschaftliche Verantwortung. Bürgerinnen und Bürger unterstützen zur gesellschaftlichen Teilnahme durch das Schaffen von mehr Transparenz und ermöglichen eine Bürgerbeteiligung. Dann haben wir als zweiten Schwerpunkt Security und Datensicherheit. Dabei fokussieren wir uns auf Werkzeuge zur Förderung der Privatsphäre und sichere Kommunikation und Dateienaustausch, der möglichst auch datensparsam sein sollte. Das wichtig dabei ist, dass wir Tools haben wollen, die frei von Überwachung oder gar Manipulation sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass alles, was wir fördern, Open Source ist. Auch das ist bei Sicherheit ziemlich wichtig. Und alles zusammen ist für uns die Grundvoraussetzung zum selbstbestimmten Handeln. Der dritte Punkt ist Datenkompetenz. Das soll Bürgerinnen und Bürger befähigen, sachgerecht Daten zu erkennen, auszuwerten, damit umzugehen, große Datenmengen eigenständig zu interpretieren
Das Ziel davon ist die Förderung eines aufgeklärten Umgangs mit den Daten, die erfasst werden, und wir das nicht immer nur Dritten überlassen müssen. Denn wer die Struktur von Daten kennt, der kann sie dann auch wirklich auswerten und nutzen. Und zuletzt fördern wir auch Softwareinfrastruktur. Das sind Projekte und Tools für den Betrieb von, die den Betrieb von Anwendungssoftware ermöglichen oder auch vereinfachen. Das heißt, kompetentes Verwalten von Anwendungen und Server ermöglichen, offene und dezentrale Lösungen für stabile Netzwerke und eigene Netzwerke schaffen. Wir erhoffen uns dabei selbstbestimmte Nutzerinnen, die nicht kommerziellen Anbietern zwangsweise ausgeliefert sind, und vielfältige nicht-monopole Lösungen, die dazu beitragen, unser Netz sicherer zu machen und auch Angriffe auf unsere Infrastrukturen zu erschweren. Wer gefördert werden kann, ist auch in ganz wenigen Punkten zusammenfassbar. Der Wohnsitz muss in Deutschland sein. Wir sind ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die nicht europaweit agieren, deswegen beschränkt sich das auf den Raum Deutschland. Gefördert werden von uns selbstständige Programmiererinnen oder auch kleine Teams. Wichtig zum Fördern ist der angemeldete Wohnsitz in Deutschland. Es ist nicht notwendig, deutsche Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin zu sein. Volljährig muss man sein. Wenn jemand nicht volljährig ist, gibt es auch innerhalb von der Open Knowledge Foundation zum Beispiel andere Projekte wie Jugendhakt oder für Teenager. Damit kann man auch schon Tools bauen, die die Gesellschaft verbessern und zu allem zum Guten in der Welt beitragen. Wichtig ist, zu den Steuern muss ich nicht weiter sagen. Das ist eben genau die Grundvoraussetzung, warum man in Deutschland gefördert wird. Und die Quellen, aller Code oder andere Sachen, die während der Förderung erstellt werden, sollen quelloffen sein und auch nach dem Förderzeitraum der Gesellschaft zur Verfügung stehen, dass sich auch andere finden können, die eventuell die Sources nutzen können und auch weiterentwickeln. Wer sich bewerben will, sollte sich ein bisschen Mühe geben. Also kleine statistische Zusammenfassung. Wir haben jetzt so im Schnitt in jeder Runde 250 Bewerbungen bekommen und haben zwischen 16 und 25 gefördert. Wichtig ist, eine Jury begutachtet die Bewerbungen und entscheidet dann, wer förderwürdig im Sinne des Ministeriums ist und wer nicht. Dazu ist es notwendig, dass die Jury ganz genau versteht, was gemeint ist. Es muss also eine Sprache gesprochen werden, die möglichst alle verstehen. Die Jury ist gemischt, da sind Techies drin, da sind Akademikerinnen drin. Die Fragen, die in dem Bewerbungsbogen gestellt sind, die sollten möglichst auch so beantwortet werden, wie sie gestellt wurden. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann sich die Jury leider auch nicht zusammenreimen, was eigentlich gemeint war. Wir probieren auch, die Bewerbung so niedrigschwellig wie möglich zu machen. Der Bewerbungsbogen ist einfach über einen Link erreichbar. Man gibt da seinen Namen, eine E-Mail-Adresse ein und beschreibt sein Projekt mit den technischen bisherigen Voraussetzungen oder was man schon gehabt hat oder gemacht hat, was man noch vorhat, und schickt das ab. Das ist es eigentlich schon. Man sollte auch vorher gucken, ob es nicht schon ähnliche Projekte im gleichen Bereich gibt, ob man nicht eine Plattform, die schon entwickelt wurde, weiter nutzen kann, als noch eine 130. zu entwickeln. Das ist bloß ein Beispiel. Es gibt auch Plattformen, die wir fördern, die innovativ sind und von gesellschaftlicher Wichtigkeit. Und die Idee, die muss nicht zwangsläufig zum Hauptschwerpunkt passen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn welche auch dazu eingereicht werden. Den Hauptschwerpunkt von diesem Mal wird uns gleich im Anschluss Marie präsentieren.
Wer sich bewerben möchte, wir haben auch einen Blogpost, der ist erreichbar unter unserer Website prototypehunt.de und dann Bewerbungstraining. Das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen und auch ins FAQ. Da gibt es Tipps. Und damit würde ich an Marie übergeben. Also das Themenschwerpunkt der Runde 7 ist Engineering Trust, Vertrauen bauen. Was wir mit dem Thema meinen, werde ich gleich erklären. Wir haben uns erstmal ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wenn Vertrauen die Grundlage für soziale Interaktion ist, wie kann der technologische Zustand dieser Vertrauensbeziehungen erfasst werden? Die zweite Frage, wie kann man etwas vertrauen, was zum Großteil unsichtbar ist und aus Bits und Bytes besteht? Und welche Technologien haben das Potenzial, für mehr Vertrauen zu sorgen? Das ist natürlich alles ein bisschen komplex und abstrakt. Deswegen haben wir einfach Beispiele mitgebracht. Was uns erstmal sehr interessiert, sind Tools, die die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen verbessern können. Zwei Beispiele dafür haben wir bereits gefördert in den letzten Runden. Zum Beispiel Meine Stadt Transparent, Ratsinformationssysteme neu gedacht oder Open Data City Census für mehr Transparenz in deutsche Städte. Auch Tools, die das Vertrauen in Institutionen und Rechenschaftspflicht verbessern, sind sehr willkommen. Ein Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich, ist einfach Fragt den Staat, ein Informationsfreiheitsportal, der OKF. Investigativjournalismus ist natürlich auch sehr wichtig, denn mit Investigativjournalismus entsteht mehr Transparenz und so mehr Vertrauen. Der Prototype Fund hat schon mal zum Beispiel SecureDrop, das ist eine Plattform, wo man anonym Dokumente an Journalisten schicken kann, finanziert. Es gibt noch sehr viele andere Beispiele im Bereich Journalismus. Auch sehr nah am Bereich Journalismus ist Open Source Intelligence. Es besteht darin, einfach sich die Dokumente anzuschauen, die es schon gibt und zu analysieren und so weiter, wie zum Beispiel Forensic Architecture aus der Goldsmith University in London, wo sie einfach zum Beispiel Satellitenbilder anschauen und daraus wichtige Daten über die Lage von Kriege und so weiter herausfinden. Dann gibt es die rein technischen Projekte, wie zum Beispiel die für Verifikation und Datenforensik, wie zum Beispiel Phish Detect, einfach ein kleines Tool, um Phishing-Attacks zu identifizieren. Sichere Kommunikation und Verschlüsselung ist natürlich ein sehr berühmtes Thema, was immer wieder zurückkommt. Ein paar Beispiele haben wir dabei, wie GPG oder LibreSSL oder sichere Messengers wie Wire und es gibt noch sehr viele anderen. Wer zum Thema Social Media and Disinformation was einreichen möchte, kann sich die Anti-Misinformation Tools Liste der Knight Foundation anschauen. Da gibt es schon ziemlich viele Tools, die man als Inspirationsquelle nutzen kann. Und als letztes kommt noch Verbraucherschutz und wir finanzieren gerade in der Runde 6 das Portal Sozialbilanz Elektronik in dem Bereich. Wenn eure Idee jetzt zu keinen der Hauptthemen hier, die ich genannt habe, passt, bewirbt euch trotzdem. Wie Tasmo schon gesagt hat, Hauptthema ist optional. Es ist schön, wenn es dazu passt, aber es muss nicht. Und es gibt bestimmt noch ganz viele andere Ideen, die zum Thema passen würden. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wann und wo. Also die Bewerbungsrunde ist offen bis zum 30. September 2019. Und wo ist auf unserer Webseite prototypefund.de, da gibt es einen ganz großen Button rechts oben, jetzt bewerben. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns per E-Mail kontaktieren oder auf Mastodon oder auf Twitter. Und Tasmo und ich bleiben auch noch ein bisschen, ihr könnt auch direkt Fragen stellen. Wir freuen uns auf alle Bewerbungen. Danke. Dankeschön an euch beide. Gibt es dieses Mal noch eine Frage? Da! Hi.
Wie weit muss ich jetzt schon einen Prototyp fertig haben oder kann ich einfach nur mit einer Idee hin oder ja, wie weit muss ich quasi schon vorgearbeitet haben, damit es Sinn macht, sich zu bewerben? Also du musst in der Lage sein, deine Idee klar zu erklären, also nicht so, ich will eine Plattform bauen, sondern schon ein bisschen mit Details, wie und warum und so weiter. Aber die Idee ist, dass wir Prototypen finanzieren, deswegen wäre das eine gute Idee, mit ohne Prototyp zu kommen. Noch jemand? Okay, dann danke an euch. Danke euch. Das war's dann jetzt mit dem 84. Netzpolitischen Abend, aber der 85. folgt sogleich und zwar am 3.9.2019. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder alle so zahlreich erscheint und wir wünschen euch noch einen schönen Abend.